Ja, guter Tipp hier, Fusui. Das war ja... war einfach Game Changer. What the fuck? Ja, moin, Meister. Gib mir mal hier... gib mir mal hier eins davon. Danke. Dass wir dann, ne? Sobald er in diese Phase geht, in diese Feuer... Ich blick überhaupt nicht mehr durch, Phase. Sobald er anfängt, uns hier in die Fresse zu hauen, so richtig. Dass ich dann sage, okay, so jetzt schleifen. Also, ne, sobald seine Transition ist, dass wir einfach sagen... hat er gerade... okay, also ein paar Attacken sind linked bei ihm, aber der hat auch nicht feste Kombos daraus. Die sind halt nur... die scheinen dann abfolgen zu müssen. Wisst ihr, wie ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ihr seht es auch, ne? It's wild. Das fühlt sich anders an als... so, er hat den. Wisst ihr, wie ich meine? Ah, frick off. Mach deinen Belly Slam hier, Alter. Dann gebe ich dir richtig. Bra. Der recovered? Excuse me? Der kriegt die Leben wieder. Der hat einen Balken, der ist rot und der andere ist so leicht. Und der hat gerade Leben recovered. Ist es, wenn ich mich aus dem Fight rausziehe und nicht konsequent angreife? What the fuck? Ja, der heilt sich. Yo, okay, okay. Ist ja auch gar nicht irgendwie. What the f. Okay, ja. Ja, es ist so unfair, wenn nur wir uns heilen dürfen. Fuck off. Ja. Ist das ein Scheiß? Sorry, aber das ist ja. What the hell? Okay. Oh, ich hasse das. Das ist doch ein Scheiß, wirklich. Was zum Fick. Entschuldigung, aber wirklich. Vor allem haben wir so einen Zahnstocher, der halt... also, oh mein Gott! Mach mal nochmal deine Kombo. Ich meine, ja, wir kriegen im Fight Leben wieder, aber das ist doch behindert. Sorry, aber... das fühle ich gar nicht, Leute. Not gonna lie. Ja, der kann, ja, also, er kann nur das regenerieren, aber ich weiß nicht, wie ich das breche, Draco. Fusui Katsuchi, ein wunderschön. Ja, das ist, das fühle ich, dass der dir auch die Laune versaut hat. Ist das ein Scheiß? Also, ich weiß auch nicht, was die Condition dafür ist, dass der graue Bereich so, weil da nimmt man sich raus und, weißt du, und recovered kurz mal auch wegen Stamina, also was zum Fudge? Und dann ist es so, ja, screw you, hat sich geheilt. Dann habe ich nur einen Zahnstocher. Oh mein Gott. Das fühle ich nicht. Not gonna lie. Och. Aber ich habe ihn gelöst. Der macht jetzt keine Probleme mehr. Nee, das ist gut. Das ist gut. Es ist, also...
ich jetzt schon Schaden genommen habe, nervt mich ein bisschen, aber fast schon. Ist ja ein richtiges Brett, der Boss. Richtiges Brett? So. Das sieht sehr nice aus auf jeden Fall, das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Spielt sich auch ziemlich gut. Ja, ziemlich gut. Ich hab halt nur echt Probleme, den Typen zu lesen in seiner zweiten Phase. Weil gefühlt von jeder Seite einfach die Schelle in mein Gesicht kommt. Aber, huh, richtig. Ja. Und das ist gerade so mein Problem. Ich find's halt echt scheiße, dass er sich heilen kann. Das muss ich sagen. Das find ich kacke. Das find ich richtig kacke. Dass der sich heilen kann, das, also, oder halt die Portion da recovered. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr wisst, was ich meine. Keine Sorge, ich werde dich jetzt nicht mit Tipps behelligen. Ja, doch, also Tipps bei dem Bossfight. Let's go, Alter. Let's go. Schon draußen? Nee, ist nur die Demo. Ist nur die Demo. Also gerne bei Tipps zum Bossfight. Es sah kurzzeitig so aus, als würde ich ihn staggert bekommen, aber das war auch nicht so der Fall. So, und deswegen ist schon wieder ein bisschen... Das finde ich nicht so geil. Ich hätte gern Summons, sagen wir so. Ein bisschen leichter machen hier. Stamina war ein bisschen Radu. So, ich lese auch gleich die Tipps. Ja, da war so ein bisschen Stagger, aber so richtig, Digga, war noch nicht. War noch nicht. Hat der Boss auch noch nicht gefühlt, du. Oh, na, ich bin so dumm. Oh, deine Mutter. Entschuldigung. Wortwahl. Ich kann's überhaupt nicht lesen, Alter. Oh, mein Gott, bitte hau mir nicht ins Gesicht. Nicht in mein schönes Puppengesicht. Ich weiß halt nicht jetzt. Naja, das ist erst ausholen. Ja, das ist nicht kaputt machen. Und das ist aber die andere Seite, der mich jedes Mal kriegt. Ich muss seine Hand reindodgen. Warte, ich muss auf die linke jetzt dodgen. Das ist auch, glaube ich, mein Problem. Ich bin immer noch bei rechts. Und jetzt macht er rechts einen Grabbel. Du kleine Ratte. Der wird gerade so schnell davon. Nee. Kein Stamina. Oh mein Gott, das ist illegal! Absolut illegal. Absolut illegal. Oh. Jo, moin Leute. Moin. Jo, ich dachte, ich wäre schon zehnmal tot an der Stelle. Ich dachte, ich wäre schon längst gone, Alter. Junge. Nee, aber erstmal wunderschön. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, schockt ihn. Ja, I wish, Alter. Aber schockt damit war ganz sexy, Alter. Also mit Blitz auf. Ja, dass ich die fette Wombo-Kombo jetzt hier. Hm? Das ist sexy. Ja, doch. Das ist ein guter Call. Ich kann auch erstmal hier noch die nehmen und dann. Bam, 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 bam. Noch so ein bisschen Energy ran schnuffeln hier so. Oh Gott, ich muss diesen. Down. Okay. Achso, und immer gucken, dass ich nebenbei... Die Waffe darf nicht kaputt gehen. Das wäre unsexy. So.
Die nehmen auch mit. Zack. Der Grafik ist echt nice. Es sieht echt sexy aus, oder? Ich war nicht weiter in den Einstellungen, aber weiß nicht, ob ich also auf Ultra geballert habe. Aber Nvidia hat DLSS ist an. Doch, Grafikeinstellungen am besten. Let's fetz, Alter. Qualität, ausgeglichen Leistung, höchste Leistung. Können wir Qualität machen? Ich weiß nicht, ob das noch was ändert. I have no idea. Auch bei euch ist es egal. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Ein sexy Game. An Bloodborne. Ja, ich würde so gerne Bloodborne spielen. Ich habe keine PlayStation. Ich hoffe, dass sie es irgendwann für Steam einfach droppen. Dass sie sagen, so, jetzt, let's go. Das wäre halt sexy. Activox fängt gut an. Oh. Ja, das ist echt sexy Game. Sexy Game. Ich muss mal gucken. Ich hab ja so ein paar Sachen mal runtergeladen. Ne? Wir schauen uns richtig schön Demos an. Da wird noch das ein oder andere dabei sein, was, glaube ich, auch echt Laune macht, was sexy ist. Und dann heute Abend, wie gesagt, Leute, Widget. Widget. 19 Uhr. Alle können gerne mitzocken. Je mehr, desto geiler wird die Nummer hier. Und, ja, genau. Also, ne, 19 Uhr, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr euch das noch snacken, könnt ihr noch runterladen. Die Zeit reicht noch dicke. So, Waffe ist voll. Sexy Händler ist sexy. Warte mal, wir holen uns doch da um die Seelen. Ich habe jetzt gar nicht genug, um 3 Angriffsbuffs zu kaufen. Fusui. Ich nenne dich jetzt einfach mal Fusui, ganz frech. Oder Katsuchi, du musst mir sagen, was da vielleicht lieber ist. Vielleicht eine Abkürzung. fällt mir mal auf. Ich müsste vielleicht noch... Aber Gegner snacken hat Potenzial, dass ich auf die Fresse kriege, ne? Das ist natürlich, das wäre natürlich unsexy. Aber machen wir eine Ladung? Machen wir nur eine Ladung? Sind wir so? Nee. Wenn wir bis 500, dann haben wir 2 Ladungen. Guck mal, der eine hat mich gesehen. Der hat meine Aura gespürt hier. Der dann auch gleich. Du auch, Kollege? Ich nehme noch ein bisschen mehr. Ich meine, jetzt wo die Aggro schon da ist. Da sage ich nicht nein zu ein paar Seelchen. 47. Ja. So. Wie du willst. Okay. Und dann bleibe ich bei Fusui. Und kauf 2 von den Brettern. Let's go. Ich mach mal die Zahnräder weg, weil die sind useless und kloggen da unten nur das Zeug ab. So. Okay, let's go. Richtig schön. Okay, pass auf, da machen wir jetzt hier so Elektroblitz. Und dann sprinten wir wie ein Madman. Och, Alter, das wird lustig. Let's go. Hallo, sexy Beast. Das war richtig fett, Alter. Junge. Ah, das war der Linksschwinger. Das war der Rechtsschwinger. Da ist noch ein Rechtsschwinger. Er holt den Rechten. Und da macht er den Bellyflop. Bellyflop ist geil. Jetzt. Easy. GG. Ja, guter Tipp hier, Fusui. Das war ja... War einfach Game Changer. What the fuck? Einfach rasiert. Aber... What? Okay, hier, komm. Wir können mal einen Moment nehmen, fällt mir dabei auf. Ich habe auch schon wieder hier keine genommen diesen Monat. Let's go. Moment erstellen. Snackt in euch. Einfach Boss zerrissen. What? Okay. Gut. Also Kerngedanke rein da. Alles klar. Ja, nee, aber danke. Also danke für die Tipps. Die waren vollkommen... Es war alles hier nicht irgendwie vorgegriffen oder sonst was. Das war geiler Scheiß. Richtig gut. Richtig gut. Dankeschön. Ist ja okay. Einfach komplett aus dem Leben nehmen. Alles klar. Einfach richtig rein und die Ults zünden. So, und mit dem Schwert jetzt hier quasi Mobs nehmen. Da kann ich bestimmt Viecher two-shotten einfach.
Mega geil. Mega geil. So. Stiefeln wir mal hier so ein bisschen lang. One more thing I should mention. Oh, was denn jetzt? The hotel security excludes puppets like you. Aber ich bin... Ah, okay. So you'll have to lie to get inside. You're a special puppet after all. Ich wollte gerade sagen. But I'm a real boy, Mama. What? Wir gucken mal, wir gucken mal. Man muss beim richtig, beim voll aggressiv spielen nicht auf Abstand gehen. Ja, das Kerngedanke rein da. Absolut guter, richtiger Call. Deswegen, das ist alle chic, alle top. Genau richtig hier Bescheid geben. Versteckter Mondstein. Verwendung des Mondsteins für die Waffenverbesserung. Sexy. Okay. Ich meine, gut, wir werden jetzt noch ins Hotel stiefeln. Mal gucken, vielleicht noch ein, zwei Cutscenes mitnehmen, was auch immer da abgeht. Und das Ergo-Fragment. Und dann würde ich auch sagen, gehen wir langsam über zur nächsten Demo. Weil hat uns hier ein bisschen gepackt. Not gonna lie. Ist auch echt sexy. Wer bist du? Ich bin ein Mensch. Grand Covenant's fourth law. A puppet cannot lie. Easy. Welcome to Hotel Krat. Wird jetzt meine Nase auch länger? Deine Federn reagieren. What? Habe ich vielleicht weniger Stats, wenn ich lüge? Ist das so ein Balancing-Akt? So ein Karma-Jonglier-Akt hier? Ah, okay, da ist die Demo auch vorbei. Ja, geiler Scheiß. Nein, ist sie nicht. Wir können noch. Oder? Noch lange nicht. Ja, moin. Okay, schauen wir uns so ein bisschen Hotel an, dann gehen wir über zur nächsten Demo. Hotel Krat, morgen, der Morgen nach dem Regen. Das ist Sophia, oder? Ja, der Schmetterling, das ist die Brosche. Sie hat uns geholfen. Uns zum Leben erweckt. Sieh die neue Firekeeperin. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. Cute. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. Okay. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Oh, Mondphasentaschenuhr. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge in besserer Verfassung war? What? Ach, ins Hotel oder zum letzten Spot. Okay. Aber sag mal, wie kann ich eigentlich hier Sachen aus meiner Zusatztasche verwenden? Weil das ist ja nur... Wollt das ihr baut? Okay, ja, Backtravel und so. Okay. Okay, mal erstmal Checkpoint. Ist wahrscheinlich irrelevant, weil wenn wir... Zum Stargaze. Ah, ganz blöd hier. Weil wenn wir... Das Game wirklich dann mal snacken. Hotel Krat. My name is Polandina. Butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat,
Comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Guter Mann. Du hast Dinge. Du hast Magazine. Munition. Okay. Reden. Der große Bund. Ah, okay. Genau. Ich wollte sagen, ne, wenn man sich das gekauft, kann bestimmt die Demo auch nicht weiterspielen. Schallplatten im Besitz anzeigen. Okay, das ist unser sexy Hub hier. Schauen Sie noch kurz an. Nimm noch ein Item mit. Ah, okay. Lore. Guten Tag. Unexpected guests are welcome. We don't insist on reservations. I am Antonia. And this is my hotel. Welcome. Guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf. I knew from the moment we met the Geppetto's puppet. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. Wir sehen halt auch im Vergleich, ne, wenn man sich die anderen Puppen anschaut. He took off for Elysian Boulevard, and he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Oh, I forgot. I was keeping this for him. It comes with a long story. But I think it's better off with you. Please find that old man. And do take care of yourself out there. I will. Jemandes Erinnerung. Wenn man sich die anderen Puppen anguckt, auf welchem Level die sind, auf welchem technischen. Und dann gibt's uns, ja? I'm a real boy. Sieht schick aus. Alles so schick. Ich mag den Stil auch. Ach, es bockt jetzt schon. Weiß jemand, wann das rauskommt? Ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Ich wollte es auch nicht raustappen direkt. vielleicht weiß das jemand. Weil das wirklich... Weil ja, ich habe noch so viel zu spielen. September. Oh, bis dahin können wir noch die anderen Spiele durchziehen, glaube ich. Ah, wir kriegen sogar auf, lol. Oh, das Map-Change. Oh, lol. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ist okay. Ist okay. Ah, Map-Change kann man auch machen. Hat sich der Nachbar beschwert? Was, dass ich einfach rübergehe? 19.09. Okay, ja, easy. Ja, ich muss noch Zelda durchspielen. Ja. Ich hab Hogwarts Legacy auch nicht durch. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Hogwarts Legacy habe ich auch nicht weitergespielt. Ich wollte es noch weiterspielen und suddenly... ja, ne? Irgendwie so dann ja und dann... Und ich habe nicht mal alle Todesflüche. Ich meine alle Flüche. Todesfluch sowieso nicht. Okay, es ist jetzt hier richtig schon wieder... Hey, let's be more careful. The Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Okay. Ja, plötzlich redet Gemini mit. Okay, ja, wir haben Akrobaten. Assassins, natürlich. Aber ich wollte ja gar nicht. Ich habe auch gar nicht wahrgenommen, dass das jetzt ein Map-Change ist. Ich dachte, okay, wir machen die Tür auf. So, und dann... Ist da? So wie die anderen Türen. Gar nicht gecheckt, dass das eine Transition ist. Aber gut, der Hub ist ja in sich, also meistens. Krass. Okay, schick. So, nee, aber September, da kann man ja noch, vorher Dinge durchspielen. Fertig machen. Oh, vor, das wollte ich auch noch durchspielen. Leute. Fallout war ja auch noch. Tür öffnen. Ist das auf den Map-Change? Wahrscheinlich, ne? Ich wollte erstmal gucken, was hier so geht. Ich find's ja auch echt schön. Es gefällt mir. Ich kann auch schnell wieder runter. Ist auch sexy. Ist auch Map-Change. An die Tür klopfen. Das ist kein Klopfen. An die Tür klopfen. Na gut. Ich würde es nicht klopfen nennen, wenn er es so fühlt. Alright. You do you. Okay, das sieht hier aber nach Secret Passage aus.
Ich darf nicht schlagen. Okay. Keine Gewalt in diesen Arealen. Gut, gut, gut. Vielleicht besser so. Vielleicht ja sogar besser so. Aber schön hier. Schön hier, schön, schön. So, hallo nochmal. I'll use my power to help you. Oh, Bearer of the Curse. Ich will mir nur noch mal umschauen und dann... Okay, hier kannst du... Hier kann man wieder sein... Na, wie heißt das? Seine Special-Leiste auffüllen. Falls du das streamst, warte ich aber schon so eine lange Fake-Nase einfach so aufgesetzt. Nee, weißt du, ich hole noch so eine Perücke. Oh, so ein weißes Hemd. So ein weißes Hemd wahrscheinlich am ehesten. Fable, genau, genau, Fable. Fable waren auch schöne Spiele. Ich habe nach dem dritten aufgehört. Mein Fenster zeigt zum Garten und dieser grenzt an ein Gebiet, wo Bäume und Wiesen sind. Ich lege immer Nüsse auf die Fensterbank, die sich Eichhörnchen nehmen heute. Ich vergesse nicht, hier rauszustellen. Da haben sie sich beschwert. Das ist ja hella cute. Das ist ja hella cute, das Fenster zur Wiese mit Bäumen. Oh. Ja, die sind da drauf, trainiert. Aufkonditioniert. Zack. Einfach rein da. Und du? Komm, wir trainieren nochmal. Oh, perfekter Block. Wahrscheinlich muss ich danach echt einen schweren Angriff machen, oder? So generell. Ich glaube ja. Okay. Kurz mal angeschaut. Jetzt bewundern wir hier hinten noch die Statue. Warte mal, wir drehen uns um. Das perfekte Thumbnail fürs Video. Nehmen wir mit rein. Oh, warte mal, aber ich will die Hookshot noch testen. Ah, ich würde die damit ranziehen. Oder harassen. Oh, ich stunbreak die damit. Also ich stagger die damit sogar. Okay. Geiler Scheiß. Also, es gibt ja diverse Games, ne, die einfach Souls-like reinpacken und die es vielleicht nicht sind oder die Souls-like sein wollen und es nicht schaffen. Das läuft hier richtig gut. Das fühlt sich geil an. Macht Bock. Wenn ich das streame, ich werde so hart auf die Fresse kriegen teilweise. Ist egal, dann hole ich euch Zuschauer rein, dann machen wir einfach so ein Boss, klappen wir einfach mal zusammen. Ich weiß gar nicht, ob das Multiplayer dann zusammen sind, aber ne? So generell, es macht Bock.